Werde ich, Gott, oh, geil, wusstest du, dass der kommt? Okay, muss ich auch mitlesen. Ah, das ist ja ärgerlich. Wortwörtlich, oder? Zählt das Duell heute dazu? Kannst du eigentlich Jojo spielen? Ja. Willst du mir das einmal zeigen? Kannst du eigentlich Jojo spielen? Sag mal, red jetzt. Red jetzt. Kannst du Jojo spielen, Marcel? Oh, du bist schon. Ich wollte gerade erst anfangen. In 7 direkten Duellen gegen Mats musste ich leider 5-mal als Verlierer den Platz verlassen. Ja, da war ich auch noch, ich war noch zu harmlos unterwegs. Das war noch alles hier viel zu freundschaftlich. Scheiß Mitleid da, nur mal. Hey. Alright. Und go. Schmelle hat es 2017 im Gegensatz zu mir geschafft, als BVB-Kapitän den DFB-Pokal zu gewinnen. Oh, ist das ein leichter Satz, ey. Das ist korrekt. Schmeller hat es 2017. Wie lange warst du eigentlich Kapitän gewesen? 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Du? Warst du nicht? Und du? Auch 2 Jahre. Deswegen. Schmeller hat es 2017 im Gegensatz zu mir geschafft, als BVB-Kapitän den DFB-Pokal zu gewinnen. Warst du in der Bayern Jugend nicht auch Kapitän gewesen? Nicht einmal, nein. 2008, weiß nicht. Nee, 2008 warst du schon hier gewesen, ne? 2006 denn? Oder wann? Schmeller hat es 2017 im Gegensatz zu mir geschafft, als BVB-Kapitän den Pokal zu gewinnen. Das ist korrekt. Leider nicht. Den DFB-Pokal. Was hast du gesagt? DFB? Du hast nur gesagt, mit dem Pokal zu gewinnen. Habe ich nicht DFB gesagt? Nein. Das ist ärgerlich. Werde ich, Gott, oh, geil. Wusstest du, dass der kommt? Marcel. Ach, guck mal, du hast deine Privatsachen hier vergessen. Das Video-Time mal kurz. Hey. Welche hat, Farbe? Das hat ja gar nicht drauf gepasst alles, ne? Ja, Schmelle, das kannst du dir schon merken. Ich meine, da passen 23.473 Zuschauer drauf. Das ist kein Problem. 23.000, das steht doch jedes Mal. Die Parfümerie Pifa präsentiert Ihnen 23.327 Zuschauer auf der Südtribüne. Oh Gott sei Dank, fast hätte ich Kurve gesagt. Das hätte ja nochmal Eskalation gegeben hier. So, also die Südkurve, als auch als schwarze Mauer bekannt. No. Den Punkt kriegt er nicht. Machen wir weiter. Die Südtribüne auch als gelbe Wand bekannt. Ja, dann 24.454 Zuschauer und auch als... Ach, scheiße, Alter. Da muss ich zugeben, der war aber auch wirklich schwierig. Der war echt schwer. Also, war, und ich habe auch mehr... Der war verdammt lang. Ah, größte Stehplatz Tribüne Europas. Aber du bist ja noch eins. Bin nicht mal beim letzten Satz angekommen, ey. Darf ich meine in die Hand nehmen? Du kannst auch immer lesen, dass du mich auch durcheinander bringen kannst. Und go. Oh wow. Da bei internationalen Partien keine Stehplätze erlaubt sind, werden diese bestuhlt. Ey, warum ist jetzt hier diese Südtribünenkarte nochmal bei mir drauf? Da hast du was falsch gemacht. Ich hab's doch hier unten. Das liegt daran, da bei internationalen Partien keine Stehplätze erlaubt sind. Aber ich hab die doch hier. Werden diese bestuhlt. Warum liegt denn die jetzt da nochmal oben drauf? Das Fassungsvermögen des Signals Luna Parks sinkt auf 64.454, das stand doch bei mir gerade nicht. Warum sind hier mehrere? Keine Stehplätze erlaubt sind, werden diese bestuhlt. Ich habe nur noch diese Südtribünenkarten. Da bei internationalen Partien keine Stehplätze erlaubt sind, werden diese bestuhlt. Das Fassungsvermögen des Signals Luna Parks sinkt auf 64.454. Das ist doch... Da bei internationalen Spielen keine Stehplätze erlaubt sind, werden diese bestuhlt. Und das Fassungsvermögen des Signal Iduna Parks sinkt auf 66.099 Plätze. Falsch. Wirklich wieder falsch? 2 Wörter falsch. Fans und Partien, anstatt Spiele und Zuschauer. Mein erstes Bundesliga-Tor war ein wunderschöner Schwänzer mit meinem vermeintlich schwächeren rechten Fuß gegen den 1. FC Köln und danach bin ich Mats Hummels beim Jubeln in die Arme gesprungen. Gibt's noch mehr, oder? Ich will gar nicht, dass du den falsch vorliest. Ich will, dass du den kannst. Mein erstes Bundesliga-Tor war ein wunderschöner Schwänzer mit meinem vermeintlich schwächeren rechten Fuß gegen den 1. FC Köln. Weißt du, was eine Frechheit war? Wie du gejubelt hast, war eine Frechheit. Ja, das war das erste Mal. Du wusstest nicht, was man macht, wenn man jubelt. Das wusstest du auch gegen Real Madrid damals noch nicht. Das wusstest du. Erst als im Pokal ein Torwartfehler freigeschossen. Oh, den kriegst du, glaube ich, doch nicht hin. Mein erstes Bundesliga-Tor war ein wunderschöner Schlenzer mit meinem vermeintlich schwächeren Fuß
Gegen den ersten FC Köln? Oh, Glück gehabt, ganz viel Glück gehabt. Den rechten hat er vergessen. Ja, du hast recht vergessen. Den vermeintlich schwächeren rechten Fuß. Hui, ich dachte schon, als du vermeintlich gesagt hast, dachte ich mir, okay, den kriegst du hin. Das war der einzige Stolperstein, den ich dir noch zugetraut hatte. Oh, der war wichtig. Und go. Oh, der ist einfach. In der Hinrunde der aktuellen Saison habe ich insgesamt 1863 Minuten lang für den BVB auf dem Platz gestanden. Was ist denn geil? In der Hinrunde der aktuellen Saison habe ich insgesamt 1863 Minuten lang für den BVB auf dem Platz gestanden. Nimm den ganzen Satz. In der Hinrunde der aktuellen Saison habe ich insgesamt 1863 Minuten lang für den BVB auf dem Platz gestanden. Du musst ja nur die Zahlen merken einfach. Ja, in der Hinrunde der aktuellen Saison habe ich insgesamt 1863 Minuten lang für den BVB auf dem Platz gestanden. Also wir können ja einen Entscheidungssatz probieren und wenn, ja. Und wenn wir den nicht hinkriegen, dann lassen wir es beim Unentschieden. Jetzt habe ich schon Lars Ricken gelesen. Lars Ricken ist im Finale der Champions League 1997 erst 16 Sekunden auf dem Platz. Krass, das Champions League-Finale war 1994, das 3-1 wusste ich gar nicht. Gegen Juventus Turin. Und der stand 31 Sekunden auf dem Platz. Der Satz ist sogar falsch. Lars Ricken ist im Finale der Champions League 1994. Wahnsinn, das ist eine riesige Geschichtsstunde hier. Wie heißt der Spieler nochmal? Lars Ricken. Lars Ricken heißt der Spieler. Wahnsinn. Was macht der jetzt beruflich? Lars Ricken ist im Finale der Champions League 1997 erst 16 Sekunden auf dem Platz, als er zum 3-1 gegen Juventus Turin trifft. Oh, stark! Den macht er richtig? War das wichtig, ey. Boah, noch mehr Daten, bitte. Am 28. April 1935 absolviert, das wusste ich ja sowieso, absolvierte August Lenz sein erstes Länderspiel und ist damit der erste Nationalspieler in der Vereinshistorie des BVB. Also wenn du den schaffst, hast du komplett verdient gewonnen. Am 28. April 1935 absolvierte August Lenz sein erstes Länderspiel und ist damit der erste Nationalspieler in der Vereinshistorie des BVB. Am 28. April 1935 absolvierte August Lenz sein erstes Länderspiel und ist der erste Nationalspieler in der Vereinshistorie des BVB. Am 28. April 1935 absolvierte August Lenz sein erstes Länderspiel und ist damit der erste Nationalspieler in der Vereinshistorie des BVB. Come on! Ist das stumpf und witzig.